Willkommen zum zweiten Teil der Lektion, in dem es mal wieder um Zahlzeichen und Arithmetik gehen wird. Die traditionellen chinesischen Zahlzeichen sind, wie überhaupt, die Ursprünge der noch heute üblichen traditionellen chinesischen Schriftzeichen seit der Shang-Dynastie, also etwa seit 1500 vor unserer Zeitrechnung im Gebrauch. Das Zahlzeichensystem ist hier ein multiplikatives System mit Zeichen für 1 bis 9 und dann jeweils für die Zehnerpotenzen. Die 5263 schreibt man etwa als Wu Quan 5000, Er Bai 200, Liu Shi 6 Zehner und San. Einer muss man jetzt bei den San nicht mehr dazu sagen bzw. schreiben. In einem solchen System benötigt man, anders als in einem Positionssystem, dann kein Zeichen für leere Stellenwerte, da man den Stellenwert ja einfach immer dazu sagt. Somit kommt man hier um einen Nuller herum. Während wir Mitteleuropäer die 5 entweder durch eine einzelne arabische Ziffer oder eben durch die 4 lateinischen Buchstaben F, Ü, N, F schreiben, gibt es eine solche Unterscheidung für die Ziffern in der chinesischen Schrift nicht. Die chinesische Schrift ist eine Morphemschrift, in der jedes Zeichen eine kleinstmögliche bedeutungstragende Einheit ist. Wenn Sie eine 5 schreiben, also so ein Wu, dann ist das eben immer genau dieses Zeichen für das Wu. Ähnlich dem römischen Zahlzeichensystem eignet sich dieses System zwar zum einigermaßen übersichtlichen Aufschreiben von Zahlen, es ist aber eher nicht so gut für algorithmisches Rechnen geeignet. Mindestens seit der Zeit der streitenden Reiche, so ab 400 vor Christus, ist ein zweites Zahldarstellungssystem überliefert, welches auf der Darstellung von Zahlen durch Zahlstäbchen beruht. Da sieht man, wie das funktioniert. Also man legt so eine untere Reihe, vergessen wir erstmal, man legt halt ein Stäbchen, 2, 3, 4, 5 und bei 6 legt man ein Stäbchen quer, sagt, das ist der Fünfer und dann geht das wieder weiter bis 9. So, und warum ist das da einmal vertikal und einmal horizontal angeordnet? Weil man das nach Stellenwerten abwechselnd hingelegt hat. Hier sieht man das ganz gut. Also ne, 48.612, vorne liegt die 4, dann in anderer Schreibrichtung die 8, dann wieder in anderer Schreibrichtung die 6, dann wieder in anderer Schreibrichtung die 1 und wieder in anderer Schreibrichtung die 2. Und dann so weiter. Jetzt merkt man auch schon wieder, also diese Linien, das glaube ich eigentlich nicht. Also normaler, das ist hier nur, damit man das besser sehen kann. Also die waren da nicht drauf. Aber man sieht auch wieder, dass das ja wieder eine Zahldarstellung ist, wo man im Grunde genommen durch Zusammenschieben der zwei Zahlen ganz gut addieren kann und dann unter Umständen eben Überträge hat und dann Stäbchen wegnehmen und in einen anderen Stellenwert legen muss. Aber das Rechnen funktioniert ganz genauso letztlich bei der Addition und im Grunde auch bei der Multiplikation, wie das auch funktioniert an dem Abakus. Um uns anzuschauen, wie mit diesen Zahlen schriftlich multipliziert wurde, wechseln wir mal wieder an die virtuelle Tafel. Gut, dann versuchen wir das mal zu rechnen. Also ich habe hier mal eine etwas schwierige Aufgabe direkt liegen, 529 mal 722. Ich habe die 529 hier liegen, wieder in so ein Gitter eingetragen. Und jetzt geht das so los, dass ich sage, okay, ich nehme erstmal mit den 500ern mal. Dazu schreibe ich mir die 722 hier jetzt so passend herein. Und jetzt nehme ich die stellenwertweise mal. 2 mal 5 ist 10, da habe ich direkt ein Problem. Habe ich hier einen leeren Stellenwert? Tatsächlich kannten die für den leeren Stellenwert so einen Kringel, ja, der auch so was sein könnte wie ein Vorläufer unserer Null. Mit der Null als Zahl haben die nicht rumgetan. Also habe ich hier einen Nuller und hier rutscht jetzt mal direkt mein Einser rein. So, habe ich hier wieder 2 mal 5, habe ich halt wieder einen Einser und einen Nuller. Jetzt muss ich aufpassen, der Einser, dass ich den richtig herumschreibe. Also der müsste ja dann so geschrieben sein. Und hier kommt nichts dazu, da bleibt der Einser einfach stehen. So, jetzt habe ich noch die 5 mal die 7 hier vorne, sind 35, komme ich also insgesamt bei 36 raus. Das muss ich jetzt eigentlich, damit das korrekt ist, andersrum schreiben. 36, also hier ist der 6er und hier kommt der 1, 2, 3er hin. So, jetzt bin ich also bei einem Ergebnis von, wenn ich die 2 Nuller da auch noch mit bedenke, 3, 6, 1, 0, 0, 0.
Das ist mein momentanes Zwischenergebnis. Zweiter Schritt, man schiebt das jetzt alles hier eine Spalte weiter nach hinten. Also haben wir jetzt hier den 7er liegen und dann wieder die 22 und machen dasselbe Spiel wieder. 2 mal 2 ist 4. Hier haben wir die liegenden 4. 2 mal 2 ist wieder 4, zusätzlich auf den Nuller raus. Also haben wir hier die stehende 4, 1, 2, 3, 4, wobei das keine Bedeutung hat. Und 2 mal die 7 ist 14, also wird hier raus ein 1, 2, 3, 4, 5er. Und hier kommt einer dazu, also sind wir jetzt bei 3, 7, 5, 4, 4 angelangt. 4, 4, 0. So. Das sollte das schöner untereinander schreiben, aber das soll mal egal sein. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich mache mir vielleicht immer oben noch die Notiz, wie das in unseren arabischen Zeichen heißt. Also jetzt haben wir den 7er hier liegen, der 2er rutscht da wieder 1 nach hinten. Wenn das Stäbchen wäre, würde ich die einfach legen, da muss ich da nichts auslöschen. Jetzt habe ich 2 mal 9 ist 18, also der letzte Stellenwert steht damit schon mal fest. Ich mache mir hier mal meine kleine 1 hin, damit ich dran denke. 1, 2, 3 und 5 sind 8. So, hier habe ich einen, den ich noch dazugeben muss. 1, 2, 3, 4 liegen da, da gebe ich den einen dazu, habe ich da 5 liegen, jetzt brauche ich mir den einen nicht mehr merken. Hier habe ich wieder dasselbe, ist 18, komme ich auf 23, den Zweier merken Sie sich mal im Moment. Und hier liegen dann nur noch 3. 1, 2, 3. So, die 2 gebe ich wieder dazu. 1, 2, 3, 4. Da haben wir also 6. Im Moment liegen 6. Dazu kommen jetzt zu den 6, 2 mal 9 sind, 7 mal 9 sind 63, muss ich jetzt dazugeben. 7 mal 9 sind 63. Also zu den 6 kommen noch 3 dazu. 1, 2, so, also habe ich hier wieder einen 9er. Und jetzt muss ich noch 6 geben auf die 1, 2, 3, 4, 5. 6 plus 5 ist 11, also liegt hier im Moment einer. Und einer rutscht in diese Spalte, habe ich hier 1, 2, 3, 8. So, jetzt lesen wir mal das Gesamtergebnis ab, was wir da haben. Und das ist 3, 8, 1, 9, 3, 8. Und wenn Sie das mal in den Taschenrechner eintippen, werden Sie auf dasselbe kommen. Es ist also ein schriftliches Rechenverfahren, was unserem nicht ganz ähnlich ist. Und Sie haben vielleicht gesehen, wie praktisch das eigentlich mit diesen Stäbchen ist, die man hier reinschreibt, beziehungsweise wenn man die zum Legen hätte, wäre das sogar noch ein bisschen einfacher und wäre im Grunde genommen diesem Felder-Abakus eigentlich sehr ähnlich. Während es die negativen Zahlen in Europa noch bis ins späte Mittelalter sehr schwer hatten, lässt sich für den chinesischen Raum deren eher unverkrampfte Verwendung bis in die Antike zurückverfolgen. Und die sind durch verschiedenfarbige Stäbe repräsentiert worden. So, und da muss man halt diese Regel kennen, dass ein roter Stab quasi einen schwarzen Stab aufhebt. Hier jetzt diese Darstellung gehört eigentlich zu der Gleichung, die da unten steht. So hat man eben Gleichungen geschrieben, dass man die Koeffizienten untereinander gelegt hat. Und dann sehen Sie auch, aha, die haben sich also sogar schon in dieser Zeit da so um 200 nach Christus mit Gleichungen vierten Grades beschäftigt. Ne? Also waren ungefähr auch da, wo der Diophant da war. Der hat ja auch schon biquadratische Gleichungen gehabt. Aber die Darstellung ist gar nicht unclever. Wenn Sie das mal vergleichen mit diesem, ich schreibe mal alle Zahlen mit dem Alphabet, mit dem ich auch den ganzen Text schreibe, der da rundherum steht, was die Griechen da veranstaltet haben. Das war ja jetzt eher so grenzwertig von der Übersichtlichkeit. Da ist das natürlich deutlich übersichtlicher. Ebenfalls lässt sich bereits für die frühe Han-Dynastie, also die Zeit um 200 vor Christus, die Verwendung von Bruchzahlen nachweisen, die meist als Teile eines Ganzen verwendet wurden. Dargestellt sind hier zwei solche Brüche. San Fen Lu Ci Er bedeutet zwei Drittel eines Hirsches und Si Fen Quan Ci San bedeutet drei Viertel einer bestimmten Münze, nämlich eines Quan.
Der Nenner, chinesisch Mutter des Buches, steht also vorne. Der Zähler, chinesisch Sohn, steht also hinten. Dieses zweite Zeichen, Fen, hat als oberen Teil so eine Art Dach. Das ist alleine genommen, wäre das Zeichen für teilen. Der untere Teil des Zeichens würde für sich genommen für ein Messer stehen, also teilen mit dem Messer. Wenn Sie jetzt sagen würden, Fen, Si, Hu, also X, Fen, Si, Y, wäre allgemein das der Bruch Y geteilt durch X. Also genau falschrum wie bei uns hingeschrieben. Fen, Si sind also diese beiden Silben, die sozusagen sagen, das ist ein Bruch, nämlich Nenner, Zen, Fi, Zähler. Und das Lu, was wir da in der Mitte sehen, das ist eben das Zeichen für den Hirsch. In dem ältesten erhaltenen Rechen- und Zahlenbuch finden sich dann so ziemlich alle Bruchrechenregeln, mit denen man heute noch Schülerinnen der sechsten Schulstufe mit teils eher mäßigem Erfolg so beglückt. Also etwa das Gleichnamigmachen beim Addieren ungleichnamiger Brüche oder das Multiplizieren mit dem Kehrwert für die Division durch einen Bruch. Für das Ende der Han-Dynastie lassen sich anhand der neuen Bücher arithmetischer Technik dann auch Dezimalzahlen nachweisen. Auf der Folie hier beispielsweise im noch heute zur Motivation solcher Zahlen genutzten Kontext des Geldes. Wu Guan sind 5 Guan und Guan ist eine Währungseinheit. Ein Guan hat dabei 1000 Wen. Wir haben hier Ba, Bai, Ba, Shi, Yu, Wen. Das sind 889 Wen. Jetzt folgen dann die eigentlichen Nachkommastellen. Er Fen sind 2/10 von einem Wen. Yi Li sind 1/100 von einem Wen. Und Liu Hao sind 6/100. Damit sind wir am Ende des zweiten Teils angekommen, was für Sie natürlich wieder heißt, auf die Schnitzel, fertig, los!